Wir sind natürlich sehr glücklich und sehr zufrieden, dass wir es geschafft haben, am 5. Spieltag uns dann für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Wir erinnern uns alle an diesen Abend zurück nach der Auslosung, wo dann über die Todesgruppe berichtet wurde. Wir erinnern uns auch zurück an das Spiel, das erste Spiel in Paris, wo uns alle gesagt haben nach der Niederlage, oh, jetzt wird's schwer. Und dann nach dem 0-0 zu Hause gegen Milan hieß es, ja, jetzt ist es vorbei. Und dann sind wir hier hingereist als Tabellenführer in dieser Gruppe. Und wir wussten, dass Milan den Sieg unbedingt braucht. Wir ihn aber auch brauchen. Und wir wollten zeigen, dass wir mehr wollen. Und ich finde, das haben die Jungs heute auf eine unglaublich tolle Art und Weise gezeigt. Als erstes glaube ich, dass man gesehen hat, dass nicht nur Milan, sondern das Stadion diesen Sieg haben wollte. Und ich finde, sie sind sehr gut ins Spiel gekommen. Natürlich hat es uns dann geholfen, dass wir den Elfmeter gehalten haben und dann auch selbst sehr früh in Führung gehen konnten. Nochmals, in dieser Gruppe war jedes Spiel so eng und so ausgeglichen, dass wir wussten, dass es schnell auch wieder kippen kann. Und das ist es. Ich finde, dass Milan in der ersten Halbzeit sehr viel Kontrolle hatte. Wir trotzdem es geschafft haben, durch einen guten Spielaufbau, aber auch immer wieder durch Kontersituationen sehr gefährlich zu werden, bis es dann 20 Meter vor das gegnerische Tor ging. Dann waren wir sehr unsauber. Und das ist etwas, was wir verbessern wollten, damit dieses Spiel nicht nochmal kippt. Wir wussten, wir müssen noch ein Tor nachlegen. Ich finde, es war ein Spiel auf einem sehr, sehr großen Spielfeld. Es gab sehr viele Räume für beide Mannschaften. Und deshalb war es wichtig, dass wir dann in Führung gehen und dann halt auch hinterher das dritte Tor machen. Und dann war es natürlich ein etwas anderes Spiel.